Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Lange Zeit ist es her, dass wir mal wieder reingeschaut haben und ja, jetzt ist das brandneue Update erschienen und wir werden das Ganze jetzt heute mal testen. Zu Beginn einmal hier kurze Erklärung an dieser Stelle. Das Update ist aktuell nur für die Leute erschienen, die die Supporter Edition von Ready or Not besitzen. Das ist ja ein zusätzliches DLC, was ihr käuflich erwerben müsst. Und in den kommenden Wochen darf dieses Update exklusiv für die Supporter getestet werden. Falls ihr ja stolzer Besitzer der Supporter Edition seid, dann könnt ihr das Ganze auf Steam unter den Eigenschaften des Spiels und dann den Betas herunterladen. Also ihr müsst das Spiel dann noch einmal praktisch herunterladen in einer anderen Version. Und ja, ich glaube, ein genaues Release-Date steht aktuell noch nicht fest für die, ja, für den Rest von euch da draußen, die die Supporter Edition nicht haben. Aber sie wird kommen und sobald die gröbsten Fehler jetzt hier in diesem Test, nenne ich mal, ausgebügelt sind, wird das auch, denke ich, zeitnah erscheinen. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt, was mich heute erwartet. Allgemein ist es das umfangreichste Update, was Ready or Not seit Release erhalten hat. Und ja, es wurden einige Karten überarbeitet. Es gibt zwei neue Karten und es gibt, ich glaube, es waren vier Whitebox-Karten, also Test-Level, die auch in Zukunft ins Spiel implementiert werden. Und ja, ich erzähle euch jetzt einfach mal, worum es heute geht. Wir haben folgende Situation. Das US-Militär hat im Jemen eine, ja, ich denke mal, es wird eine Terrorzelle gewesen sein, angegriffen. Und diese Terrorzelle hat auch Schläferzellen in den USA und ja, auch hier im wunderschönen Los Sueños, wo wir uns ja befinden. Und ja, die haben jetzt Rache geschworen und haben daraufhin einen Club gewaltsam angegriffen. Und das SWAT-Team wurde jetzt zu diesem Club gerufen. Es gibt schon Dutzende Tote und Verletzte. Und ja, unsere Aufgabe ist es jetzt, die Terroristen zu stellen. Nötigenfalls mit tödlicher Gewalt und natürlich auch alle Zivilisten sicher zu retten. Und ich kenne die Karte selber schon noch, als sie eine Whitebox-Version war, also eine Karte ohne Textur praktisch. Und ich bin gespannt, was sie jetzt daraus gemacht haben. Und bevor ich jetzt euch hier weiter auf die Folter spanne, würde ich sagen, wir machen uns auf in den Einsatz. Ja, meine Freunde, da sind wir auch schon am Ort des Geschehens angekommen. Entry team, you are cleared to proceed with the mission. Affirmative. Moving into your position. Und da haben wir die Einsatzfreigabe erhalten und ihr seht, hier sieht's echt nicht gut aus. Yeah, copy that. Hier sind schon Dutzende Tote und Schwerverletzte. Also zögern wir nicht lange und gehen einfach mal direkt hier rein. Police, hands up! Ja, ich habe mich heute mal für eine Schrotflinte entschieden, den sogenannten Hands up, do it now. Entry Maker. Und ja, der tut eigentlich genau das, was der Name schon sagt, der verschafft euch Zugang. Habe ich so ein bisschen auf dem Schießstand getestet. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Schrotflinte. Natürlich wird sie jetzt im Einsatz zeigen, was Sache ist. Und ja, ich fange mich jetzt mal an zu konzentrieren. Hands up, do it now! Okay, just help me. Provide support on me. Moving into your position. Here! Get on the ground! Und noch ein Kandidaten. Ja, und wie euch sicherlich anhand der leicht bekleideten Damen hier auffällt, handelt es sich hier teilweise um einen Stripclub und Civilian is secured. Ja, da brauche ich glaube ich dann nicht viel weiter zu sagen, warum die Damen hier dermaßen leicht bekleidet sind. Talk reporting. Aber immerhin, gibt es noch Überleben, ne? Das ist ja wirklich schon mal. Open the door, clear it. Copy that. It's unlocked, sir. Halbwegs gutes Zeichen, aber jede Menge Tote. Copy that. Sealing off the entryway. Check your cover. So, ich teile das Team mal wie üblich wieder ein wenig auf hier und da. Low light deploy. Ich versuche das Ganze immer nach Gefühl zu machen. Police, get down. Oh.
Get down! I want to see hands. Er hat keine Waffe, sehr gut. Police, okay, hands up! Doing it. Ball in. Police, hands Good up! Point. Ja, wie ihr seht, es gibt Dutzende neue Charaktermodelle. Allgemein gibt es auch, kind of wie immer, okay, neue Waffen. Talk to Element. Open and clear. Und komplett neue KI. Also auch unsere KI funktioniert It's etwas open. Besser als früher. Und auch die Animationen sind teilweise neu. Ich denke mal, die Bilder hier werden für sich selber sprechen. Und ich bin gerade absolut begeistert von dieser Karte. Die sieht dermaßen geil aus, muss man ja wirklich mal sagen. Und auch die Stimmung mit dieser Clubmusik und einfach dieser. Get on the ground now. Oh Jungs, habt ihr mir gerade den Hintern gerettet? Make him secure. Oh Gott. Suspect down. Ja. Secure the gun. Was auch ein neues Feature ist, das werdet ihr gleich bestimmt mal sehen, dass wir jetzt auch tote Suspects fesseln müssen, um... Hey, wait! You're supposed to help us! Ja, ich... Ich vermute mal, dass das einfach daran liegt, dass wir irgendwie... ja, natürlich nicht sicher gehen können, ob sie wirklich tot sind. Und ja, auf jeden Fall muss man die jetzt auch fesseln. Und das ist zum Beispiel eins der neuen Features. Let me go. I didn't do anything. Wir werden sicherlich Open the door. Clear it. In den nächsten Folgen auf einiges stoßen. Copy that. Open sesame. Suspect. Don't make me shoot. Das ist knapp. Okay, jetzt wird im Nebenraum geschossen. Hier rennt auch jemand. Cover me. We've got a dead suspect here. Und da seht ihr das, so fesseln wir die. Natürlich wie üblich Waffen konfiszieren und sichern. Okay, we're with you. Und tatsächlich habe ich irgendwie die Erfahrung gemacht, so ich hatte so gerade mal ein Ründchen angespielt, bevor ich euch hier mitgenommen habe. Zwar nicht auf der Karte, aber auf einer anderen. Und scheinbar ist es irgendwie jetzt besser. Mit der KI immer mit Zweierteams auch weiter vorzugehen. Dann bleiben die auch nicht so oft ineinander hängen. Und hier waren gerade die Schüsse drin, das gefällt mir natürlich gar nicht. Bang's ready! Hands up, do it now! Put your hands up! Rein in den Tresen. Okay, und da hat der Entry Maker gerade sehr gute Dienste geleistet. So. The suspect is expired. Ja, die Gegner suchen jetzt auch wirklich Deckung, stellen euch Hinterhalte und reagieren allgemein deutlich smarter, könnte man sagen, als vorher. Und ich versuche immer so ein bisschen gegen die Musik anzuschreien. Ich muss das unbedingt noch ein bisschen feinjustieren hier für mich im Game. Und ja, okay, können die jetzt auch verbarrikadieren oder war das Deko? Das hatte ich, glaube ich, nicht gelesen. Wundern wird es mich aber nicht. Ja, bisher machen wir hier noch ganz guten Fortschritt. Open the door. Clear it. Wir scheinen hier viele Barbereiche, Tanzflächen und Mitarbeiterbereiche zu haben. On the move. Das ist übrigens eine Custom-Variante der Glock, die ich hier in der Hand halte. Der Glock 19 müsste es sein. Und ist auch eine der Pistolen, die exklusiv, glaube ich, sogar aktuell in der Supporter Edition enthalten ist. Glaube ich. Stay on me. Ich bin mir da gerade gar nicht mal so sicher. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal schlau machen, bevor ich euch jetzt hier Nonsens erzähle. Ja, auf jeden Fall handelt es sich hier um die Glock und ist auch eine sehr, sehr solide Pistole. Lockpicket. I've got my toolkit here. Und auch eine ikonische, glaube ich, möchte ich meinen. Ne? Lockpick, sir. Open it. You stingers to clear. Ja, ich werde jetzt versuchen, immer wieder ein Team als Entry-Team zu nehmen und das andere Team geht immer so ein bisschen in Support-Stellung hinter uns. Dass uns keiner von hinten umläuft. Chem light out.
Got them all cuffed and secured. Und jede Menge Toiletten. Kann sich natürlich auch überall jemand in den Kabinen verstecken. Hey, man, get off of me! Through the door and clear. Copy that. Move on. It's unlocked, sir. Moving up. Okay. One person looks to be unarmed. Move in and clear it. So, blaue Team geht direkt rein. Roger that. Put your hands in the air. Okay, was haben wir hier? So eine Art Sparbereich sieht fast so aus. That's where I can see them. Down on your knees. All right, let's stick out. Make them secure. Okay. Got them all cuffed and secured. Also, mich haut die Karte wirklich um. Optisch ist das mit einer der gelungensten Karten. Ready. Move to my front. Make them secure. Roger. Sieht wirklich, wirklich verdammt gut aus. Und was hier für ein Massaker. Was ist ein Zivilist? Oh, ja. Okay, reporting. Badebereich. Great work, entry team. Keep it up. Stay where you are. Ja, hier scheint ein absolutes Massaker stattgefunden zu haben. Ich weiß nicht, ob man das so gesehen hat. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig. Man muss ja bei YouTube immer ein wenig schauen, aber ihr habt eventuell die Berge von getöteten Zivilisten gesehen, die hier teilweise liegen. Ah, das sind meine Jungs. Ich wollte gerade schon abdrücken. Falling behind me. You've got point. Ja, on me. Auf jeden Fall haben wir hier einiges Neues zu erkunden im Spiel und natürlich bringen wir jetzt erstmal diesen Einsatz hier hinter uns und wir begeben uns einfach mal in die zweite Etage. Hier haben wir nochmal so einen Lounge-Bereich. Ja, und nie war es wichtiger, wirklich alle Ecken zu überprüfen. Die KI hat deutlich dazugelernt und lauert mal auch gerne in irgendeiner Stellung, wo man gar nicht mit rechnet. Ja, und dann ist man auch ganz schnell weg vom Fenster. Es gibt jetzt ein angepasstes Panzerungssystem, also wir können zwischen verschiedenen Panzerungstypen wählen. Allerdings konnte ich noch nicht so durchschauen, ob uns das wirklich Schutzvorteile bringt. Zumindest von den Materialien her. Aber wir können zum Beispiel unsere Panzerung jetzt komplett auf unseren vorderen Bereich des Körpers ausrichten. Auf hinten, auf die Seiten. Also wir haben da viel, viel Spielraum jetzt auch unsere Taktiken anzupassen. Okay, wir gehen erstmal hier oben lang. Move over there. Copy, I'm off and clear. Dann haben wir nochmal einen VIP-Bereich oder Lounge-Bereich zu haben. Moving up. Put your hands where I can see them. Please. Cover this area. Ich hab den doch nur kurz gesehen gerade. Open. Deploy stingers. Es ist teilweise wirklich schwer hier was zu erkennen aufgrund der Dunkelheit. Stingball going out. Aber das trägt auf jeden Fall zur Atmosphäre bei. So, wo bist du? Zivilist, geh mal bitte runter. Ja, es ist auf jeden Fall einige. Das war ein Barhocker, der war gefährlich. Oh Gott, ich verliere gerade hier ein bisschen den Überblick. Hands up, do it now! On my way. Okay. Hier läuft links irgendwo einer, verdammt. Wir haben jetzt rechts an der Tür ein. Copy that. Moving now. Wir haben den Zivilisten. Ihr geht mal dahin. Ich nehme den Zivilisten hier in Gewahrsam. Und verzeiht es mir, wenn sich meine Stimme gerade überschlägt, aber das ist hier gerade. Das ist hier einfach gerade nicht ohne. Move to my front. Copy. Moving now. Okay. Bleib mal bei der Pistole auf die Reichweite hier. Mein Gott, so viele Tote. Sind wir ein bisschen zu spät dran, würde ich sagen. Move to my front. Getting into position. Weil die Terroristen haben einfach sehr schnell kurz... Okay, den haben wir. Ich bin mir unsicher, es waren zwei oder drei.
Aber wir haben zumindest den Raum jetzt schon mal gesichert. Make it secure. Copy that, entry team. Disable that. Roger that. Fesselt den trotzdem nochmal bitte und nehmt die Waffe an euch. Talk to entry team. Hier sind wir reingekommen. Also bleibt uns gerade erstmal nur dieser Raum dort vorne. Copy that. Ich lad nach. So? Wir können das Magazin später noch verwenden. Ich möchte jetzt wirklich ein volles gerade haben. Okay. Restrained target. Restrained target. Affirmative entry team. Suspect taken out, sir. Ja, nicht schlecht. Secure the gun. Roger that. Ja, wow. Also ich bin überwältigt gerade von dem Update. Es ist auf jeden Fall noch ready or not, aber es fühlt sich komplett neu an. Und das meine ich wirklich im positiven Sinne. Stay where you are. Was hat die denn an? Ist doch eine Zivilistin, hat die eine Bombenweste an? Civilian captain ready for trailer. Guardi entry team notifying trailers. Ja, ich versuche mich gerade wieder so ein bisschen am Rand des Gebäudes durchzuarbeiten. Zumindest so wie ich das jetzt gerade empfinde, um halt hier ein bisschen mit System vorzugehen. It's open. Dann good to go. Raum für Raum hier zu clearen. Through the door and clear. Es gibt wirklich einen Haufen neuer Änderungen. Eine ist zum Beispiel, dass jetzt die Terroristen oder die Verbrecher, die potenziellen Verbrecher, Roger that. Kapitulieren können und ja, keinen Ausweg mehr sehen und sich das Leben nehmen, beziehungsweise das auch nur antäuschen können und dann, wie wir das ja bereits kennen, eine Waffe ziehen. Provide cover. Getting into position. Auf jeden Fall gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, dass uns oder unserem Team was zustößt. Und ja, das bringt für mich ein bisschen Move wieder die Realismus-Komponente ran und gerade auch wirklich den Adrenalinkick, die Anspannung. Bisher bin ich von dem Update absolut begeistert. Muss ich wirklich sagen. Da hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt. Cover this area. Affirmative. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass hier noch einer ist. Da war auch noch einer. Okay. Blue light deployed. Den haben wir auch neutralisiert. Need to get into position. Suspect DOA. So, den fessel ich mal eben. Copy that, entry team. Disable that Proceed weapon. With mission. Roger. We'll take care of it. So. Das ist schon makaber, oder? Die Party geht Stay weiter, obwohl hier keiner mehr lebt. Right behind you. Suspect DOA. Talk to element. Copy that, entry team. Notifying da denkt man schon drüber nach, wie schnell das alles immer vorbei sein kann, ne? Roger that, sir. So. Ich glaube, den oberen Gebäudebereich müssten wir jetzt gesichert haben. Wir sind jetzt einmal zumindest hier im Kreis gelaufen. Heißt, wir werden uns hier nach unten begeben. Light stick out. Und uns dort dran versuchen. All right, moving up. Move in and clear it. Jungs, schön vorsichtig. Ich möchte ungern jetzt noch einen von euch verlieren. Move in and clear. KI gerade so ein bisschen noch Probleme. Aber sie läuft deutlich besser als vorher, finde ich. Und das muss ich auch mal positiv anmelden. Don't make it shoot! So, weg mit der Waffe. Stay put. Ich verstehe deine Sprache leider nicht. You piece of shit. The suspect's secure. Das hat jetzt gepasst. Okay, ja, du mich auch. Feigling. Auf wehrlose Leute schießen. Das kannst du, ne? Ah ja. Moving and clear. Okay, was haben wir hier? Toiletten, wie es aussieht. Ich gehe mal rechts hier. Und get down. Now. Get down. I want to see hands. Okay, Kollege. Security! Na, hast wohl deinen Job nicht so richtig gemacht, oder? Remind me not to mess with you guys. Ja, das solltest du wohl nicht tun, da hast du recht. Und great work, entry team. Keep diese it up. Pissoire, ich gehe hier ganz schnell wieder. Ja, allgemein, Neon-Schilder können sie auf jeden Fall. Ich beziehe mich gerade nicht auf das an der Wand links von mir, nein.
Ja, also ich find's mega atmosphärisch. We'll like deploy. So. Ja, und der Club heißt übrigens das Prism, wer sich das gefragt hat. Passt auch, finde ich, irgendwie so ein bisschen. Through the door and clear. Jetzt nehmen wir uns da noch diese Kammer oder den nächsten Raum vor. Ich weiß gar nicht, was das ist. Post up and cover. Affirmative. Okay. Unlock it. Breaking out the multi-tool. Mach mal die Tür auf. It's open and ready when you are. Zivilisten wimmern. Blow the lock. Deploy flashbangs and clear. Drop it. Drop your weapon now. We've got an officer unresponsive. Verdammt. Stop reporting. Affirmative, entry team. Get on the ground now. Ist das dein Ernst? Put your hands up. Verdammtes. Stay where you are. Ah, ich muss ja vorsichtig sein, Funkregeln und so, ne? انظر ما فعلنا بحيواناتكم. Suspect secured. Talk reporting. Roger. Du kriegst noch was zu verdienst. Ja, verdammt, da haben wir einen unserer Officer verloren. Ah, das war jetzt ungünstig. Okay, da hätte ich vielleicht selber vorgehen müssen. Da hätte ich reagieren können, aber an dieser Engstelle war das auch gerade ein bisschen Ball heftig, glaube ich, für die KI. You've got point. Move to my front. On me. Roger. On the move. Jetzt gilt es, glaube ich, noch alle Zivilisten on zu finden. Me. I'm with you. Und ich vermute mal, dass das wieder seine Zeit dauern könnte. Na, wir gucken mal. Falls es zu lange dauert, werde ich euch das wie gehabt schon mal rausschneiden. Gerade bei den größeren Karten ist das natürlich heftig. Und mein Gott, Leute, was für ein Massaker. Was für ein Massaker, ich kann das nicht anders beschreiben. Ja. Wo kann denn hier noch. Wo kann denn hier noch. Ach, wirklich jetzt? Ja, sehr gut, dann haben sich die letzten Minuten ja gelohnt. Ja, du warst doch der Letzte. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, wir haben unseren ersten Einsatz im neuen Update hinter uns gebracht. Wir haben leider einen Officer verloren, also wird die Wertung wahrscheinlich nicht so gut ausfallen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich euch einen Einblick in das neue Update geben konnte. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst auf jeden Fall nicht, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Und ja, falls ihr meinen Kanal dann natürlich noch abonniert, auf die Glocke klickt, erhaltet ihr auch eine Meldung, wenn ein neues Video online geht. Und ich werde auf jeden Fall noch ein paar Folgen für dieses neue Update machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen bei euch und würde sagen, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein, bis dahin, ciao.